Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, tatsächlich mache ich nochmal ein Video. Ich habe mir gerade gedacht, ich werde die Kaninchen gleich füttern und dann kann ich das ja gleich filmen. Vielen gefällt es ja immer, wenn man Videos über die Fütterung von Kaninchen macht oder gucken sich das gerne an. Ich gucke mir auch gerne Videos an, wie Leute ihre Kaninchen füttern oder andere Tiere. Und genau, deshalb dachte ich mir, ich mache mal wieder ein Video. Und ich werde euch gleich noch etwas zu dieser Situation hier erklären. Es ist wahrscheinlich ungewohnt, dass Bailey in der Garage sitzt. Genau, ich werde gleich noch erklären, was es damit auf sich hat. Also, alles hat damit angefangen, dass ich, wie ihr schon sehen könnt, zwei neue Kaninchen habe. Und zwar einmal diese süße Maus. Das ist die Frieda. Genau. Und da hinten der kleine Mann. Das ist der Cooper. Der will gerade nicht herkommen. Genau. Und die zwei habe ich jetzt neu seit ungefähr 2 Monaten. Und ich habe natürlich kein Vorstellungsvideo gemacht, weil ich daran nicht gedacht habe. Und genau, deshalb mache ich es jetzt einfach. Die zwei habe ich von eBay. Also die wurden bei eBay reingestellt, weil eine nette Frau sich nicht mehr um die kümmern konnte oder keine Zeit mehr hatte. Und dann habe ich die zwei genommen. Und die zwei wohnen jetzt in diesem Teil vom Gehege. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie der aussieht. Genau, der sieht momentan so aus. Ich habe hier gestern sauber gemacht, aber hier liegt schon überall Streu wieder. So sieht es hier momentan bei den Zweien aus. Tofu und Malibu wohnen momentan dann in dem Teil. Da hinten ist der Tofu. Und da ist Malibu. Dadurch, dass wir kein anderes Gehege haben, wohnen Bounty und Bailey jetzt momentan erstmal in der Garage. Das ist hier deren Gehege, das hat auch ungefähr 6 Quadratmeter. Hallo! Und genau, die haben hier auch eine Toilette. Da hinten ein Haus, ein Hocker, Unterstände und hier noch so ein Pappkarton. Genau, Bounty ist, glaube ich, unter dem Karton gerade, den seht ihr gerade nicht. Es tut mir auf jeden Fall leid, falls ich oft M sage oder genau, nicht so flüssig spreche, weil es war echt lange her, dass ich das letzte Video aufgenommen habe und es ist echt ungewohnt, hinter der Kamera zu stehen. Ich würde jetzt euch kurz erklären, warum das so ist. Und zwar habe ich ja die zwei neu bekommen. Und vorher war es ja so, dass Tofu und Malibu mit Bailey und Bounty zusammen gelebt haben, die sich dann aber nicht mehr verstanden haben irgendwann, weil Bounty kurz aus der Gruppe rausgenommen wurde, weil ich ihm Medikamente geben musste 3-mal am Tag und das halt nicht möglich war, ihn dann im Gehege zu lassen, weil ich ihn echt schwer eingefangen kriege. Und als ich ihn in die Gruppe zurückgesetzt habe, haben die sich nicht mehr verstanden, also Bounty und Tofu. Und genau deshalb war Tofu Malibu dann in dem Teil und Bounty und Bailey waren in dem Teil. Und dann habe ich ein paar Monate später, also vor 2 Monaten, die zwei Süßen gekauft und wollte alle wieder zusammen vergesellschaften, also alle 6. Und genau, das musste ich dann nach ein paar Tagen abbrechen, weil der Cooper, also der da hinten, der Weiße, einige Bisswunden hatte, die auch nicht ganz ohne waren. Der flitzt hier gerade rum. So, hier seht ihr auch schon das Futter von den Kaninchen. Ich war gestern Wiese sammeln. Und zwar da, wo ich reiten gehe, wächst relativ viel. Und da konnte ich dann ein paar Sachen pflücken. Und ich sammle immer so viel, dass es für 2 Tage reicht, weil ich ungefähr alle 2 Tage reiten gehe. Und ich kann euch ja mal zeigen, was ich hier so habe. Also so viel wächst da jetzt nicht an verschiedenen Sachen. Aber wir haben hier Schafgarbe. Sieht man jetzt nicht so richtig. Spitzwegerich ist hier noch. Dann natürlich ganz viel Gras. Dann hier sowas, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist auf jeden Fall kein Löwenzahn. Da fällt mir der Name nicht ein. Genau, und hier ist noch Ampfer dabei. Sauerampfer. Genau. Und nachher bringt mein Papa mir noch Löwenzahn mit, aber den kriegen die jetzt erstmal nicht, sondern dann später. Dann so die Kaninchenecke. Hier ist dann so Futter und ja, hier ist noch ein bisschen Streu. Der Rest vom Streu und das Heu sind da hinten in der Garage. Ansonsten habe ich hier mein Futter. Es ist jetzt auch nicht mega viel. Ich kann euch das hier mal in einem anderen Video zeigen. Hier ist halt ein bisschen Saatenfutter drin und so weiter. Aber das kann ich euch in einem extra Video zeigen, wenn ihr wollt.
Und das, was ich jetzt hauptsächlich brauche, ist diese Tonne hier und diese Tonne. Und natürlich das Frischfutter. Und ich zeige euch gleich, was da drin ist und bereite dann erstmal für die zwei das Futter vor, weil die sind immer am ungeduldigsten und haben am meisten Hunger. Und zwar benutze ich dann hier mal diesen einen Eimer. Dort kommt dann das Frischfutter rein, jeweils für ein Pärchen, sage ich mal. Das ist jetzt für Frieda und Cooper. Wie gesagt, die kriegen nachher noch Löwenzahn, deshalb ist es jetzt erstmal nicht so viel, was die bekommen. Genau, das kriegen die jetzt erstmal. Und dann zeige ich euch kurz, was hier drin ist. Und zwar sind hier einmal, oh mein Gott, Pellets drin. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind diese Kuni Complete Pellets. Die haben über 40% Rohfasergehalt, sind deshalb nicht so schlecht. Und wie ich es gehört habe, sollen die im Magen nicht aufquellen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das haben schon viele ausprobiert. Die quellen wohl nicht auf, sondern lösen sich nur auf. Und genau, das kriegen meine Kaninchen jeden Tag, aber halt in einer kleinen Menge. Einfach zusätzlich zum Frischfutter. Und hier drin sind eigentlich meine Kräuter. Aber ich sehe gerade, dass die fast alle sind. Deshalb bekommen die heute keine Kräuter. Ansonsten sind hier meine Kräuter drin. Davon bekommen sie dann auch noch was. Aber da muss ich erst neue kaufen. Ich nehme hier in diesen kleinen Becher eine kleine Menge von diesen Pellets rein. Ungefähr so viel. Und das mache ich dann hier in diese Tasse rein. Und dann kommt noch von hier und von hier etwas rein. Und dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Ich habe jetzt das Futter fertig gemacht für die zwei. Ihr seht auch gleich noch, was da drin ist. Und genau, dann gehe ich jetzt mal zu den Zweien. Die warten immer schon ganz gespannt. Ich fütter die jetzt mal als erstes, sonst fütter ich die auch mal als zweites oder so hoch. Aber genau, wenn die so ungeduldig sind und so Hunger haben, fütter ich die jetzt als erstes, sonst machen die hier immer ein bisschen Randale. Die sind immer sehr aufgeregt, wenn es Futter gibt. Und jetzt könnt ihr auch gleich sehen, was hier alles drin ist, wenn die sich hier nicht rüberstürzen. So. Also hier sind diese Pellets drin, die ich euch gerade gezeigt habe. Dann Erbsenflocken. Da hinten sieht man ein bisschen Petersilienstiele und dazwischen sind dann noch ein paar Saaten, also ein paar Haferflocken und so ein paar Ölsaaten, also Fenchelsaat, Leinsaat, Hanfsaat und sowas. Und das ist so die Menge, was die am Tag kriegen. Das haben die auch in ein paar Stunden weggefuttert. Und hier sind noch ein paar Frischfutterreste, die mache ich weg. Und die kriegen dann jetzt hier das neue Frischfutter hin.